Also ich kann euch nur eins sagen. Oh, ich habe einen Witz begonnen, ohne Ja zu sagen. Oh, also ich kann euch nur eins sagen. Als ich heute Morgen in den Spiegel geschaut habe, habe ich gedacht, Lego Fanny, bin ich froh, wenn meine Friseurin wieder arbeiten kann. Ich hab da einen Spritzlappe. Früher, wenn ich einen Mann gesehen habe mit so einer Frisur, habe ich immer gedacht, was für ein Pornist. Warum nicht? Aber wie sagt meine Friseurin immer, wenn sie so mit dem Spiegel hinhält, sagt sie, Frisur hin ist gut, aber vorne ist halt Gesicht. Ja, ganz kurz und schmerzlos gibt es einen Donnerschlagskracher vom Olli. Bedanke dürft ihr euch beim Uwe Krämer. Zieglinde sitzt beim Abendessen. Der Rigobert sitzt schon vor dem Fernseher. Plötzlich kommt der 10-jährige Sohn von der Zieglinde und vom Rigobert und umarmt sie ganz fest und innig. Und sie denken, ach, wie lieb. Und dann hört sie, wie er ins Wohnzimmer läuft und sagt, Papa, du hast recht, sie hat zugenommen. Papa. Du hast recht, sie hat einen Zug genommen. Was kann denn so ein Donnerstag nur schief gehen? Ja, ach, Uwe Krämer, der hat mir seit dem Gläser, hat er mir Freude bereitet. Ja, ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Bleibt gesund, verliert niemals den Humor, sonst wird es bitter ernst. Und am anderen Ende war der Olli.